Die Sims 4 hat zahlreiche spannende Mods, die teilweise auch fehlende Features aus vergangenen Die Sims-Teilen ausgleichen können. So auch mit einer neuen Erstelle eine Weltmodifikation von Twisted Maxi, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Ihr wisst ja vielleicht, dass die Modding-Community bei Die Sims 4 immer sehr viel Interessantes auf die Beine stellt. Und ja, der Modder Twisted Maxi, würde ich mal sagen, hat mit einem seiner letzten Videos wirklich den Vogel abgeschossen. Ich würde so weit gehen und behaupten, dass er wirklich eines der größten Die Sims 4 Mod-Projekte, die wir bisher so hatten, dann wirklich umgesetzt hat. Und zwar, ihr seht es vielleicht, naja, ihr habt es auch schon im Titel gesehen, es geht um ein Die Sims 4 Erstelle eine Welten-Tool. Und als ich den Trailer zuerst so gesehen habe, dachte ich mir so, ja, okay, wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Weltenbearbeitung sein, aber es ist wirklich sehr, sehr tiefgreifend und ich dachte mir, wir schauen uns den Trailer jetzt nochmal zusammen an. Ich zeige euch so ein bisschen das Videoprojekt Twisted Maxi, kennt man ja auch bereits von anderen Mods. Zum Beispiel hat er die Tool-Mod entwickelt, mit der man Objekte unter anderem frei drehen kann und überall hin platzieren kann, wo man das will in der Spielewelt. Und ja, das ist jetzt, würde ich mal behaupten, die fortgeschrittene Version davon, die bisschen größere Version. Er hat dazu auch einen Trailer hochgeladen. Ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Am Anfang passiert noch nicht so viel Spannendes. Es ist eher so ein bisschen cinematisch gemacht. Aber ja, die Mod, die er entwickelt hat, ist wirklich ziemlich groß. Ich werde euch auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen was zeigen, was man so sieht. Ich spule mal so ein kleines bisschen vor. Hier, man sieht schon die erste Szene. Ja, okay. Man kann wirklich die komplette Szenerie einer Welt mit dieser Modifikation grundlegend entfernen. Das ist auf jeden Fall möglich. Was man schon sieht, die Straßen bleiben und die Grundstücke auch. Das heißt, das Weltentool funktioniert jetzt nicht so, dass man wirklich alles von Grund auf neu erstellen kann, aber man kann wirklich die komplette Dekoration, die zur Welt gehört, entfernen. Straßen bleiben, Grundstücke bleiben, aber ich würde mal sagen, alleine schon mit dieser Basis, wenn man das mal ein bisschen mit Die Sims 3 auch vergleicht, da gab es ja ein Weltentool, würde ich mal behaupten, dass man da trotzdem wirklich sehr viel Cooles anstellen kann. Und ich muss sagen, erstens, ich freue mich auf jeden Fall, was die Community so für Welten und Ideen umsetzen wird. Da wird garantiert ganz viel kommen. Und zweitens bin ich auch mal gespannt, wie das dann wirklich so final aussieht. Und ja, ich freue mich dann vielleicht auch mal eventuell ja auch in einem Stream dann mal so eine eigene Welt zu basteln. Das wäre auf jeden Fall ganz witzig. Wir schauen mal weiter. Ich habe den Trailer natürlich schon öfters gesehen. Ja, wie man schon sieht, man kann wirklich die komplette Dekoration entfernen. Aber was dann natürlich viel wichtiger ist und was dann auch so ein bisschen diese Modifikation ausmacht, man kann dann anschließend, wie man es jetzt schon sehen kann, was für ein Timing, kann man wirklich dann die Welt so dekorieren, wie man das haben will. Also so sieht die Welt aus Newcrest ja normalerweise nicht aus. Und ich finde es wirklich genial. Also es ermöglicht so viele neue Sachen, die man wirklich machen kann, was vorher noch nicht so möglich war. Also das Städtchen hier sieht doch auf jeden Fall schon mal ganz, ganz witzig aus. Aber das war noch nicht alles. Hier hat er zum Beispiel Newcrest umdekoriert. Natürlich ist es jetzt eher so ein bisschen zum Zeigen, was denn wirklich möglich ist. Also so schön sieht es jetzt natürlich nicht aus. Hier fehlt so ein bisschen der Hintergrund, aber ich glaube, von der Community wird da wirklich sehr viel kommen. Das zeigt ja hier nochmal ein paar andere Regionen. Es ist natürlich viel erstmal so ein bisschen, um das Ganze vorzustellen. Man kann natürlich auch alle Objekte, die es auch ja, im Die Sims 4 Debug gibt, nutzen. Also das ist auf jeden Fall natürlich auch möglich. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter schauen. Genau, hier geht er dann wirklich in den Baumodus. Und ich möchte das mal ganz kurz festhalten. Hier oben in der Benutzeroberfläche befinden sich irgendwie ganz viele neue Optionen und ja, er hat da einfach wirklich die komplette Benutzeroberfläche ein bisschen umgebastelt dafür, was ich vorher auch noch nicht so gesehen habe, dass das in der Art von der Community zumindest möglich ist. Wie man schon sieht, er platziert jetzt hier ganz viele Sachen aus dem Debug. Das sind hier diese Großstadtleben-Gebäude, die da zur Auswahl stehen und es ist auch möglich, wirklich alles sehr detailliert zu bearbeiten, hier detailliert zu drehen natürlich. Und da sind wir schon bei einem weiteren Teil dieses Weltentools. Er hat es geschafft, hier ein Preset-Tool zu erstellen. Es funktioniert so, dass man einfach einen Bereich anklickt und dann hat man hier verschiedene Optionen. Man kann zum Beispiel Objekte, die in der Welt sich befinden, quasi in diesem Bereich anwenden.
Das sieht man jetzt gleich hier auch nochmal. Genau, jetzt ist hier alles befüllt. Hier dann auch nochmal detaillierter. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, habe ich sogar schon mal ein Weltentool von einem anderen Modder, Arnie, vorgestellt. Den kennt ihr eventuell auch noch aus dem einen oder anderen Video. Aber ich würde mal behaupten, dass diese Mod dann doch nochmal ein bisschen umfangreicher ist und ein paar mehr Möglichkeiten doch ermöglicht. Zum Beispiel dieses Preset-Tool, was man gerade gesehen hat, das war dann doch nochmal so ein bisschen ausgefeilter. Das sah auf jeden Fall schon mal recht gut aus. Also es ist ja wirklich sehr detailliert möglich, auch Objekte zu bewegen. Das fand ich ganz interessant. Ich finde es wirklich spannend, wie das so funktioniert. Also man kann wirklich, glaube ich, dann auch relativ schnell sich so eine Welt zusammenbasteln. Also das ermöglicht einem das dann ja schon ein bisschen, das abzukürzen. Gerade diese kleine Feindekoration im Hintergrund, das muss ja jetzt nicht so mega genau sein. Das kann man damit, glaube ich, recht gut umsetzen. Es sieht auf jeden Fall mega spannend aus und ich bekomme hier direkt ein paar Ideen. Aber ich meine, selbst wenn ihr das nicht nutzen wollt, dieses Tool, glaube ich, dass die Community da einiges auf die Beine stellen kann. Es wird aber noch besser, und zwar, man hat es gerade schon gesehen, während ich geredet habe, er hat es geschafft, einen eigenen Bereich für wirklich benutzerdefinierte Welten zu erstellen. Also hier, man sieht, es ist quasi eine Kopie von Willow Creek, aber das als eigene Welt. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, ob man zum Beispiel das Weltensymbol und die Weltenhintergrundkarte unabhängig von der Originalwelt dann bearbeiten kann. Das ist natürlich noch die Frage. Ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, sonst hätte das bestimmt auch im Video gezeigt. Aber ich meine, wir bekommen quasi unendlich viel mehr Bauplatz, sage ich jetzt mal. Also ist das doch schon mal auf jeden Fall eine gute Sache. Und diese Welten kann man dann höchstwahrscheinlich quasi unabhängig von der Originalwelt bearbeiten, was ich dann auch immer ganz gut finde, weil oft ist es ja auch so, zum Beispiel bei der Welt von Arnie war es ja so, dass man die Welt an sich bearbeiten konnte, aber man, wenn man jetzt die Welt komplett umgebaut hatte, hat man halt die, wenn man jetzt Newcrest ganz verändert hatte, dann hatte man die Originalwelt leider nicht mehr. Das ist hier fast noch ein bisschen besser gelöst. Und das war es soweit zu diesem Trailer, aber er hat noch zwei andere sehr interessante Videos hochgeladen, die ich euch gerne noch zeigen will. Und zwar hat er ein weiteres Video hochgeladen. Das wird nicht, so wie er es hier gemeint hat, mit dem ersten Release, der schon diesen Monat ist, geben. Aber es wird irgendwann möglich sein, scheinbar, so wie er es hier zeigt, quasi die Grundstruktur der Welt in ein 3D-Programm zu exportieren. Und das kann man dann auch in diesem 3D-Programm wirklich dann bearbeiten. Das heißt, Straßen sind weiterhin, glaube ich, schwierig. Grundstücke sind schwierig, aber wir können auch noch das Gelände wirklich bearbeiten, was ich wirklich extrem cool finde. Also das scheint dann auch etwas, was er geschafft hat. Für Leute, die sich mit 3D-Programmen nicht so gut auskennen, ist es natürlich leider ein bisschen blöd. Aber für alle anderen, die da ein bisschen bewanderter sind, werden dann da dann doch wirklich auch die Grundstruktur, die Hügel, die Berge, alles Mögliche verändern können, was ich dann wirklich doch extrem krass finde. Diese Region kennt ihr ja vielleicht auch, das ist die aus dem Basisspiel, also man kann es hier schon so ein bisschen erahnen. Und ich glaube, wenn dann die Mod wirklich draußen ist, wird es dann auch mal so ein bisschen Zeit, sich mit 3D-Programmen auseinanderzusetzen, weil ich da leider auch nicht so bewandert bin. Und eine weitere Sache, die er in einem anderen Video noch erklärt hat, ist, die Sims können natürlich nicht in einer Welt überall hinlaufen. Irgendwann gibt es Grenzen, die die Sims nicht überschreiten können. Sie können natürlich nicht einfach hier so aus der Map rausspazieren. Deswegen gibt es auch Weltengrenzen und die, die bereits im Spiel sind, können einfach bearbeitet werden. Also wir können auch mit dieser Mod dann wirklich die Grenzen, wo die Sims langlaufen können und vielleicht auch quasi, wo die Kamera endet, also wo man nicht weiter zurückgehen kann, das weiß ich jetzt nicht genau, das erwähnt er im Video auch nicht, aber das wird alles veränderbar sein, was ich wirklich eine, ich weiß nicht, ich kann das fast gar nicht mehr ausdrücken, es ist so krass, das sind so Sachen, wo man eigentlich denkt, dass es dann eher was für die Entwickler ist, die Entwickler, die dann so ein, vielleicht wenigstens ein kleines, erstelle ein Weltentool integrieren, aber es ist halt alles von der Modding-Community. Man kann also die Grenzen, die bereits existieren, verändern oder, wie er hier auch zeigt, kann man eigene erstellen, wo die Sims dann langlaufen können. Das ist also wirklich auch ganz schön klasse. So mittlerweile können wir jetzt wirklich so gut wie alles verändern. Und so wie er das hier zeigt, sieht es eigentlich auch recht einfach aus.
natürlich weiterhin, wenn man so eine ganze Welt erstellen will, braucht es wirklich, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, extrem viel Zeit. Also da sitzt du dann bestimmt, bis du mal so eine ganze Welt dekoriert, vielleicht dann noch den Boden verändert hast und ja, die Grenzen angepasst hast und so weiter, sitzt man bestimmt eine ganze Weile. Scheinbar hat er, wie er in der Beschreibung schreibt, wirklich dann über 2 Jahre so ein bisschen an dieser Mod gesessen. Es ist also wirklich krass, dass sie jetzt so ein bisschen rausgekommen ist. Release ist, wie er das im Video schreibt, am 21.10., also schon diesen Monat, also für alle, die ihn bei Patreon unterstützen. Da muss man sich dann registrieren, es gibt einen monatlichen Betrag. Dann kann man auf jeden Fall diese Mod antesten. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wann dann der finale Release für alle stattfinden wird. Das wird sich wahrscheinlich noch in den kommenden Wochen klären. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die Erwartungen sind hoch. Er hat ja auch wirklich große Features gezeigt. Ich hoffe natürlich, dass das im Spiel auch alles so funktioniert, wie man sich das jetzt auf den ersten Blick vorstellt. Aber ich meine, er hat es hier geschafft, eine eigene Benutzeroberfläche, einen eigenen Benutzeroberflächenteil reinzubasteln. Ich habe das vorher noch nie in einer Modifikation gesehen. Also ich glaube, wir können da wirklich gespannt sein. Und vielleicht zeigt er ja in den nächsten Wochen nochmal so ein paar Sachen, die das dann nochmal so ein bisschen schmackhafter machen. Ihr findet natürlich alle Links, gerade den Trailer, falls ihr den euch nochmal in Ruhe ohne mein Gelaber anhören wollt, in der Beschreibung. Und auch sein Patreon ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Also schaut da gerne mal vorbei. Ihr könnt mir natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr über diese Modifikation denkt. Also ich muss sagen, ich bin echt Feuer und Flamme und wir hoffen einfach mal, dass es gut wird. Aber ganz ehrlich, es sieht auf den ersten Blick schon mega aus. Wenn euch das Video gefallen hat, meine kleine Zusammenfassung von diesen Videos, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.